Willkommen in meinem YouTube-Video Teil 4. Heute erkläre ich euch, wie man die Rohre schabt und wie man die Spitze vorne abschneidet. Letztes Mal waren wir so weit gekommen, dass das Rohr fertig aufgebunden ist, auch schon die Garnwicklung versiegelt ist. Es ist jetzt einen Tag geruht und dann muss man das nochmal eine Zeit lang einweichen. Das war jetzt eine Stunde bei mir. Und der erste Schritt jetzt wird sein, vorne die Spitze abzuschneiden. Dabei muss man beachten, dass das Rohr jetzt eine Länge von 74 mm hat und das fertige Rohr am Ende 71 mm haben soll, da es eine 46 mm Hülse ist. Wichtig ist, dass das freischwingende Holz, also von hier bis zum Ende, 25 mm beträgt. Da 25 plus 46 mm 71 mm ist, soll das Rohr am Ende 71 mm lang sein. Der erste Schritt ist nun, die obere Schale hier oben abzuschnitzen, damit man das gut abschneiden kann, das Rohr, und nicht die ganze Dicke abschneiden muss. Dazu nimmt man wieder den Daumen hier ran und zieht das Messer zu sich, sodass man einfach ein paar Späne abhobelt. Einfach das Rohr nehmen und die ersten 0,5 cm zu sich ziehen und abschaben. Das Rohr sieht nun so aus. Jetzt schneide ich mit dieser Zange das Rohr bei circa 72 mm ab. Den letzten Millimeter schneide ich ganz am Ende, wenn die Ansprache, also der dünnste Teil vorne schon fertig ist, schneide ich dann mit dem Messer gerade ab, damit das wirklich sehr präzise werden kann. Jetzt erstmal mit der Zange. Möglichst gerade. Abknipsen. So, jetzt ist das Rohr geöffnet. Im nächsten Schritt messen wir von unten mit der Schieblehre 61 mm ab und markieren uns diese Stelle. Das mache ich, indem ich da leicht mit der Schieblehre reinschneide. Man setzt das Messer genau an die markierte Stelle an, drückt leicht und dreht das Messer einmal in die eine Ecke, einmal in die andere Ecke hoch, sodass eine halbmondförmige Markierung entsteht. Da setzt man mit dem Messer an und vorsichtig die Schale im unteren Bereich ab. Nun kann man auch den Rest der Schale abschaben. Genau in dieser Schabbewegung. Man setzt den Daumen hier hin, legt das Messer an und schabt hoch. So, das gleiche auf der anderen Seite. Halbmond reinschnitzen. Und bis oben hin abschaben. Der Daumen ist angelegt, das Messer schabt langsam hoch und hebt die Späne ab. So, im nächsten Schritt setzt man die Schabezunge wieder auf und es wird die Ansprache vorne verarbeitet. Ansprache nennt man den ganz vorderen Teil, beim fertigen Rohr circa 1 mm lang, der wirklich so dünn, wie es nur irgendwie möglich geschabt wird. Dadurch, dass ich das Röhrchen jetzt etwas länger gelassen habe, mache ich die Ansprache natürlich auch etwas länger. Markiere mir 71 mm, die Endlänge des Rohres, und kann dann von da aus sehen, wie weit ich die Ansprache machen muss.
Das gleiche von der anderen Seite. Da das Holz jetzt noch recht dick ist, kann ich sogar noch ein bisschen durchschneiden, einfach dickere Späne abhobeln. Die Feinarbeit am Ende wird natürlich dann nur noch mit ganz vorsichtigem Schaben vollbracht. Ganz vorne, so sieht man es gut, das Holz noch sehr viel dünner ist als hier. Das Rohr wird langsam zum Endstadium verarbeitet. Der nächste Schritt ist jetzt, das Rohr auf die Gesamtlänge, auf die letztendlichen 71 mm genau zuzuschneiden. Die 71 mm werden markiert. So, man nimmt sich den Schneidblock, das scharfe Messer, setzt den Dorn auf und schneidet genau bei den 71 mm ab. Möglichst gerade. Man sieht, es ist gut gerade geworden. Das Rohr hat seine Endlänge von genau 71 mm erreicht. Und nun kann man mit der Feinarbeit beginnen. Wichtig ist es nun, dass man die Mitte des Rohres nicht mehr weiter abschabt. Auf beiden Seiten. Da entsteht nämlich das sogenannte Herz, der dickste Teil des Rohres, damit das Rohr noch etwas Fülle hat. Man schabt also nur noch an dieser Seite sowie an dieser Seite ab, aber nicht mehr in der Mitte. Das gilt für beide Seiten. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass das Rohr von hinten nach vorne immer dünner wird. Man darf also am hinteren Ende nicht mehr abschaben als vorne. Es soll eine Bahn nach unten werden, wie eine Rutsche, dass es nach vorne hin immer schmaler wird und dann ganz vorne natürlich die ganz dünne Ansprache entsteht. Somit ist nun im nächsten Schritt wichtig, die Seiten nach vorne hin immer dünner zu schaben. Dabei kann man einmal gerade einfach nach vorne schaben, aber auch das Messer schräg halten und wieder gerade machen. Die linke Seite schaben sowie die rechte. Hier sieht man gegen das Licht, dass das Rohr hier unten sehr viel dicker ist, weil es dunkler ist und langsam immer heller wird nach oben hin, die Mitte vom Rohr aber weiterhin durchgehend dunkel bleibt. Das ist das Herz. Im nächsten Schritt wird die Ansprache so dünn wie möglich geschabt. Dazu schabt man den oberen Millimeter des Rohres einfach sehr, sehr, sehr dünn. Das erfordert viel Geduld. Man sieht ganz oben ganz vorsichtig abschaben. Die Führung erfolgt immer über diesen Daumen. Es ist einfach sehr wichtig, dass die Ansprache ganz, ganz, ganz dünn ist, damit das Rohr später gut anspricht. Ist man fertig mit der Ansprache? Man sieht, ganz vorne ist es am allerdünnsten. Das Rohr ist nun soweit fertig geschabt. Im nächsten Video zeige ich, wie man es fein justiert und an seinen eigenen Spielstil anpasst, dass es nicht zu schwer ist, aber auch nicht zu leicht und den Klang erreicht, den man gerne hört. Man probiert es nun an der Oboe selbst aus und verpasst ihm den letzten Feinschliff. Viel Spaß beim nächsten Video. Bis dann.